Willkommen Leute zum Terminvideo von Mario Kart Wii und Mario Kart 7. Jupp, es ist soweit. Jetzt kommt auch ein Termin für Mario Kart 7 und es gibt auch eine Anmeldung für Mario Kart 7. Und für alle Leute, die in Mario Kart Wii in Profil Nummer 1 sind, die sind ja jetzt dran. Ne? Also, das ist ja das Terminvideo für Profil Nummer 1. Und ja, ich habe da so ein bisschen schlechte Nachrichten für all diejenigen, die im Profil 1 sind. Denn ich werde zum nächsten Termin hin das komplette Profil 1 dicht machen. Jupp. Also es wird einmal komplett gelöscht. Ich weiß, das ist jetzt blöd und hier und da. Allerdings sind die Einser, die sind schon so ewig lange dabei und ich kann da auch niemanden einfach so löschen, denn da sind eigentlich alle aktiv. Also da ist niemand, wo ich sagen würde, wow, also das ist, den können wir jetzt auf jeden Fall rausnehmen, weil der kommt nie. Ne, das gibt's einfach nicht und das ist so ein kleines Problem. Ihr versteht schon, oder? Und es wollten halt so viele wieder mitspielen und deswegen werde ich das jetzt so machen. Und dann als nächstes wird dann bald Profil 2 einmal dicht gemacht. Natürlich können sich auch alle Leute, die jetzt im Profil 1 sind, dann auch wieder bewerben. Also nicht jetzt, sondern dann in 3 Wochen. Ansonsten habt ihr mir ja wieder mal den Tipp gegeben mit Revolution oder, ups, schon wieder falsch gemacht, Entschuldigung. Oder wie auch immer dieses Hack-Zeug für die Wii heißt. Ich glaube, es ist Revolution, ist aber auch egal. Da könnte ich mir natürlich noch mehr Profile machen. Ja. Das ist ja alles schön und gut. Nur haben wir dann wieder das Problem, dass ich die Leute dann nur alle 8 Wochen dran nehmen könnte. Und ich sag mal so, es wäre eigentlich irgendwie ein bisschen scheiße, ne? Oder? Wenn wirklich nur alle 8 Wochen die einzelnen Profile dran sind. Ich sag mal, bis dahin haben mich die meisten dann wahrscheinlich schon vergessen. Beziehungsweise wissen gar nicht mehr, dass es mich gibt. Und ja, das bringt dann ja auch irgendwie wenig. Und ich denke auch mal nicht, dass es in eurem Interesse ist, scheiße, so zu fahren. Nein, es wird nicht in eurem Interesse sein, nur alle 8 Wochen so einen Termin zu haben. Denn, wie gesagt, dann wird sowieso keiner wissen, dass er dran ist. Und ach nee, meine Güte, jetzt fahr doch, Mann. Ich wusste, dass die Goldmine mir gut zu schaffen machen wird, aber ich habe eigentlich gehofft, ich komme da halbwegs durch. So, den kriegst du jetzt hier. Bam. Ich muss doch hier irgendwo einschlagen, ganz in der Nähe. Gut, haben wir den ersten nochmal geärgert. Und dich eventuell auch, wa? Yes. Erster. Ob verdient oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich bin trotzdem Erster. Ja. So, zeig mal her Punkte, weil ich glaube, ich darf hier auch nicht unter den ersten Platz rutschen, sonst ist es Mist. Denn ich will eigentlich keine Minuspunkte hier erwirtschaften. Nö, ich möchte über den 9000 bleiben. Oh, plus 40 sogar. Das ist ganz okay. So, im nächsten Rennen reden wir weiter. So, Leute, Regenbogen Boulevard. Und was ist denn jetzt noch wichtig? Ich denke mal, der Ablauf für Mario Kart 7 wäre ganz interessant. Denn das Ganze wird ja irgendwie anders ablaufen. Also, ich werde jetzt jede Woche Leute adden. Ich habe das zwar auch schon in den Mario Kart 7 Termin, der Mario Kart 7 Videos der letzten Zeit gesagt. Aber hab ich so ein bisschen das Gefühl, dass mir einige nicht ganz zuhören. Denn gelegentlich kommen da so Sachen wie, wann ist denn jetzt der Termin oder adde mich. Wobei ich da noch ganz deutlich sage, ja. So und so läuft das. Die Sache ist die, ich werde jetzt erstmal 10 adden. Und dann schaue ich mal, wie das so klappt mit der Verbindung, ja. Dann, wenn das gut läuft, werde ich in der Woche darauf weitere 10 adden. Und immer so weiter, bis die Liste entweder voll ist oder die Verbindung nicht mehr funktioniert, weil mir zu viele nachjoinen wollen. Das kann leider durchaus passieren und damit müssen wir dann zurechtkommen. Denn ab da werde ich dann sagen, ja gut, die Liste wird gelöscht und wir fangen wieder von vorne an. Ich habe mir auch schon überlegt, ob man das Ganze und auch bei Mario Kart Wii so machen könnte, dass ihr mir eure Codes wirklich schickt. Und das alles in eine Liste eintrage und dann doch sage, gut, die arbeite ich jetzt nach und nach immer wieder ab. Also es gibt nur noch ein Profil und das wird jedes Mal, werden da irgendwie, sagen wir, 15 Leute geedit und die dürfen dann mitspielen. Da habe ich allerdings die Vermutung, dass am Ende zu wenig Leute da sein werden und ja, das möchte ich dann auch wieder nicht. Weil, also ich könnte mir schon vorstellen, dass in Mario Kart 7 auch sehr wenig da sein werden. Ich werde dann zwar 10 adden, und die werden bestimmt auch alle sagen, oh, ich bin mir ganz sicher da.
Ja, schock die alle hinter mir groß. Super, super, super. Und dann noch den blauen hinterher. Ja. So liebe ich das, so liebe ich das. Komm, rüber da. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Die werden dann wahrscheinlich alle sagen, jo, ich bin dabei. Und am Ende sind es dann 2 oder 3. Ich habe keine Ahnung. Man wird es sehen. Auf jeden Fall werde ich das so machen. Ich werde gucken, wie viele tatsächlich online sind. So zum Termin. Dann werde ich global gehen. Dann werdet ihr mir nachjoinen. Im ersten Rennen wird dann wahrscheinlich noch keiner von euch dabei sein. Deswegen werde ich das erste Rennen auch nicht aufnehmen. Der Termin, also die Aufnahme, beginnt dann erst, wenn Leute von euch da sind. Weil ich denke mal, sonst ist das irgendwie blöd, oder? Ja. Weil die meisten wollen sich dann ja auch sehen und da sowieso nur drei Videos zusammengedingst werden, kommen wir am Ende auf 12 Rennen, die wir fahren. Mal gucken, vielleicht fahren wir auch 13, 14, 15, ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, wie viel Bock ich habe, wie viel Zeit ich habe und wie gut das Ganze läuft. Denn man kann ja durchaus auch mal 5 Rennen pro Part machen. Gerade wenn wir so global fahren. Das kann ich ja hier leider nicht machen, denn... Also ich finde es zum Beispiel blöd, wenn man jetzt einen Part in Mario Kart Wii macht und da ist ein Grand Prix plus ein Rennen vom nächsten Grand Prix. Ist doch total nervig, wenn man nicht den ganzen Grand Prix da zu sehen bekommt. Finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ich finde, da ist ein Grand Prix schon besser. Okay, jetzt wollen wir mal hier aber... Ne? Mal hier zeigen, Funky. Und ja, Leute, ich weiß, ich bin gerade so ein bisschen wupp neben der Spur und so, aber das liegt daran, dass ich gerade von der Arbeit komme und das ist alles schlimm. So, ein Rennen fahren wir noch. So, Leute, wie gesagt, ich glaube, das, was ich so die ganze Zeit gelabert habe, war ein bisschen wir und durcheinander. Tut mir leid, jetzt versuche ich euch aber den Termin und das Ganze drumherum nochmal so ein bisschen möglichst geordnet wiederzugeben. Der erste Termin, also ich fange jetzt mal mit Mario Kart Wii an. Da möchte ich übrigens keine Freundescodes von euch. Keine, okay? Keine in diesem Fall. Kein Freundescode für Mario Kart Wii. Dankeschön. So, der Termin findet statt am... Warte, heute ist der... Am 7. Es müsste der 7. Oktober sein. Und zwar ist das ein Sonntag. Wenn es kein Sonntag ist, dann tut's mir leid. Dann habe ich mich vertan. Es ist auf jeden Fall jetzt Sonntag, der 7. Oktober um 17 Uhr. Genau. Da möchte ich euch ganz gerne sehen. Und Special Cup fahren wir dort. Moment. Cooper mit einem Kart nach Wahl. Special Cup ist der 3. Grand Prix, Leute. Also ihr braucht nicht im ersten schon Cooper und ein Kart wählen. Ist also alles ganz easy. Das Ganze gilt für Profil Nummer 1. So, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar der Mario Kart 7 Termin. Dieser findet statt am 6. Oktober. Das ist oder sollte ein Samstag sein. Das Ganze um, sagen wir, 16 Uhr. Ja, 16 Uhr klingt für mich ziemlich angenehm. Auf dem Samstag. Ein Special Cup wird es erstmal nicht geben. Vor allen Dingen, weil sich das auch nur schwer regeln lässt, da ich ja gar keine Grand Prix fahren kann. Ich kann nicht einfach einen Raum aufmachen und dann... Oh Gott! Und dann einfach machen. So. Jetzt fahren wir mal in aller Ruhe das Ding hier nach Hause. Ja, ich habe die Termine genannt. Ich hoffe, das klappt alles. Den Freundescode für Mario Kart 7 werde ich in die Kommentare schreiben. So, wie erfahrt ihr... Ach, in die Kommentare, Blödsinn. In die Beschreibung dieses Videos. Verdammt nochmal, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Es ist katastrophal, ich weiß. Okay, in der Beschreibung findet ihr den Freundescode für Mario Kart 7. Wie findet ihr denn raus, dass ihr dabei seid? Das läuft so, ich werde euren Kommentar antworten. Und zwar mit einem Du bist dabei. Alle, die nicht so etwas bekommen, die sind nicht dabei, okay? Wenn euer Freundescode falsch sein sollte, das passierte durchaus immer wieder, dass mir Leute den falschen Freundescode geben. Also, das wäre jetzt keine Seltenheit, ganz ehrlich. Also, ich werde euch dabei nicht Bescheid sagen, weil dann müsste ich wieder raussuchen, wer das war und hier und da. Versucht einfach, den richtigen reinzuschreiben. Kontrolliert es vielleicht nochmal, denn wirklich, es passiert eigentlich fast in jedem, bei jedem Mal, dass ich da einen falschen Freundescode bei habe. Und das kann ja kein Zufall sein, dass ich immer die falschen auswähle, denn da müssen mehrere falsche dabei sein, ja. Ist einfach so. Gut, Leute, ich habe schon wieder gewonnen, weil ich ein echt toller Hecht bin und...
glaube, ich fahre sogar noch ein Rennen. Einfach so aus Spaß. Für alle, die nur den Termin wissen wollten, die können an dieser Stelle ausstellen. Und der Rest, der kriegt noch ein Rennen. So, noch eine schöne Runde Toads Fabrik. Kann ja auch nicht schaden. Und ansonsten, was ich euch noch so erzählen kann, ist, ich werde jetzt, also nächste Woche, mein Postfach eröffnen. Ja, all diejenigen, die dann Bock haben, mir irgendwas zu schicken, schon mal so im Hinblick auf meinen Geburtstag am 31.10., die können das dann tun. Also es muss jetzt nichts Tolles sein oder so, ne? Ihr könnt mir, was weiß ich, irgendeine Kleinigkeit, wenn ihr irgendein Spiel habt, das ihr nicht mehr haben wollt oder wo ihr dann der Meinung seid, das könnt der Junge ja mal let's playen, dann könnt ihr mir das ja auch mal schicken und eventuell gucke ich mir das dann auch mal an. Also ich gucke mir sogar bestimmt an, aber ob ich dann let's playen werde, ist dann die andere Frage. Ja, solche Sachen. Also, ne? Also das klingt jetzt so gierig, ne? Okay, ein bisschen gierig bin ich auch, aber naja. Ja, das war bestimmt wieder eine gute Idee, diese letzte Runde hier noch zu fahren, weil ich nochmal richtig auseinandergenommen werde. Ich habe letztens in den Kommentaren gelesen, ich glaube Lambo war's. Ja, ich glaube sogar ziemlich sicher, dass es Lambo war. Du hast gesagt, dass Mario Kart 7 kommt jetzt sehr langsam vor. Ich muss dir recht geben. Also im Gegensatz zu Mario Kart Wii, meinst du. Und ich gebe dir da vollkommen recht, denn was einfach fehlt in Mario Kart 7 ist der Wheelie. Der extra Boost durch den Wheelie, vor allen Dingen kurz nach dem Drift, bringt das ja schon eine Menge, wenn man dann sofort in den Wheelie geht. Also das zieht eigentlich nochmal ganz gut durch. Tja, das ist ein bisschen schade. Hier sieht man es nochmal ganz deutlich, wie da Speed aufgebaut wird. Und ja, das ist einfach in Mario Kart 7 nicht vorhanden. Oh Gott, ey, das läuft aber echt prima. Ich habe so das Gefühl, dass ich alle meine hart erarbeiteten Punkte jetzt hier verliere. Na, drehst du um? Nein, das Ding dreht nicht um. Warum dreht das Ding denn nicht um? Das verstehe ich nicht. Egal, komm, jetzt müssen wir nochmal alles geben, Funky. Scheiße, ey. So ein Dreck. Naja, auf jeden Fall mit dem Postfach, ne? Da kommt dann auch noch ein extra Video, wenn ich es dann habe. Also ich melde das nächste Woche an. Keine Ahnung, wie lange das dann dauert. Ich hoffe auch mal, dass ich eins in meiner kleinen Stadt da bekomme, ne? Und nicht immer noch Osnabrück dafür müsste. Das wäre aber uncool. Ja. Ansonsten noch was. Ich bekomme häufiger in letzter Zeit die Frage, ob ich mal mir ein Let's Play von irgendwem ansehen kann und das dann mal kurz bewerte. Und ja, sowas mache ich ehrlich gesagt immer ganz gerne. Und wenn ihr jetzt auch der Meinung seid, ey, Wollo, du kannst ja auch mal mein Let's Play kurz begutachten und dazu was sagen, dann sag ich mal immer her damit. Ich guck's mir gerne an und sag euch dann auch was dazu. Aber das, wenn jetzt echt viele schreiben sollten, kann das ein bisschen dauern. Ist klar. Mein Gott, es tut mir leid, dass dieser Part so scheiße war. Es tut mir leid, dass ich meine Punkte wieder verloren habe. Und es tut mir leid, wenn ihr nicht in die Freundesliste kommt. Es gibt natürlich immer wieder eine neue Chance. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem und ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen, trotz der ganzen Blub. Ne? Bis dann und ciao.